if I was you. Oh, ich glaube, die Musik ist ein bisschen lauter, deswegen muss ich jetzt ein bisschen lauter sein. Hallo und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wally tweetet. Schon wieder ein bisschen her gewesen, muss man sagen. Also das letzte Mal war am Freitag, jetzt hat er gestern Nacht nochmal was getweetet und zwar vor 15 Stunden, to give NPCs more personality, I gave them the ability to emote. They're animated. Here are some of them. So, er hat uns jetzt also ein... Boah, das ist echt, glaube ich, ein bisschen zu laut, ne? So, ich glaube, das ist schon ein bisschen besser. Wir haben hier, sehen hier vier verschiedene Bilder und zwar von dann, ja, ein paar Villagern, die Emoticons über ihren Köpfen haben. Hier ein Herz, weil der uns so liebt und hier so ein, keine Ahnung, er will reden oder denkt nach oder sowas. Hier ein, ich bin verärgert und hier ein, ich hab Durst. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Angst, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich finde, das ist eine coole Sache. Ich finde aber auch, dass das noch nicht ganz so... Also da müsste noch ein bisschen was zukommen. Es müsste ein bisschen aussagekräftiger sein. Vielleicht auch mehr anders, vielleicht auch anders positioniert. Das sieht jetzt aus so wie bei den Sims, wenn die da oben so ein... Ihre Kristalle haben, diese grünen. Wisst ihr, was ich meine? Ich fände das cooler, wenn das mehr so hier, so wie jetzt mein Mauszeiger ist, hier so hinkäme. Ich weiß nicht. Weil hier ist ja auch dann noch der Platz für die Ausrufezeichen und so. Aber ich weiß auch nicht, wie er das einbinden möchte. Das weiß ich nicht. Also, dass das mehr so was Beiläufiges ist und nicht so das Hauptding, was über den Villagern hängt. Könnt ihr mal sagen, wie ihr dazu steht, wie ihr das findet. Aber sonst finde ich die Idee gut. Ich finde noch hier, der Kasten müsste ein bisschen kleiner gemacht werden. Aber soweit sieht man, glaube ich, nicht viel mehr. Ja, das war es auch, glaube ich, dann schon dazu. Wie gesagt, ich bin gespannt und ich würde jetzt gerne mal so ein endlich mal, entweder wir kriegen jetzt mal demnächst so einen richtigen Knaller, so, keine Ahnung, boom, ich habe PvP selber implementiert und es ist nun verfügbar, dann würde ich, das wäre mein Lieblingstweet überhaupt. Oder es kommt jetzt halt echt mal so, dass er so mal in die Richtung steuert und mal so sagt, so, jo Leute, wartet nicht mehr so lange, ihr müsst nicht mehr so lange warten, da kommt bald was. Das würde ich mir jetzt mal demnächst wünschen, weil wir warten jetzt schon lang genug. Und da kommt die epische Kampfmusik. Alles klar, Leute, das war's dann mit dieser Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!